Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist, etwas Zeit für mich und die geistige Welt hast. Ich möchte mich auf diesem Wege herzlichst bedanken für die Kommentare, die ich bekomme, für die E-Mails, die ich halt erhalte, für die Wertschätzungen, die zu mir kommen. Vielen, vielen Dank. Auch diese Kerze, sensationell, die muss ich dir mal zeigen. Also das ist schon etwas ganz Besonderes und ich möchte mich hier bei der Charlotte sehr bedanken für, ist das nicht traumhaft? Das ist gemalt, diese Kerze. Ich möchte mich bedanken für dieses Kunstwerk, kann man dazu sagen. Und heute ist sie hier beim Amethyst, wo sie übrigens hingehört, weil das ist die Lady Amethyst. Aber sie bekommt dann später noch einen anderen Platz, einen spezielleren. Platz. Passt hier zwar super dazu, aber sie bekommt noch einen anderen Platz. Nochmals vielen Dank für alles, was ich so an Wertschätzung erhalte. Was mir noch an Informationen gegeben worden ist, was so in 10 Jahren sein wird, das hat unter anderem natürlich auch mit den medialen Sinnen zu tun, die sich verändern, neue mediale Sinne, die wir erhalten, die im Grunde ja schon in uns sind, aber wir entdecken sie, wir nutzen sie mehr, lernen mehr mit diesen neuen medialen Fähigkeiten umgehen. Unter anderem ist eine dieser medialen Fähigkeit die Allverbundenheit mit allem, verbunden sein. Das sind wir im Grunde immer, waren wir auch immer, werden wir auch immer sein, aber wir können es besser nutzen. Wir können es jetzt schon nutzen, nutzen es aber in 10 Jahren noch mehr, weil wir jetzt unter anderem auch eine gewisse Schulung in diesem Bereich erhalten, also eine Schulung auf geistiger Ebene. Diese Schulung kann auch nachts passieren, während wir schlafen. Denn dann ist unser Verstand absolut in der Ruhe abgeschaltet und dann kann die Seele bzw. auch der Körper viel in Schwung bringen, viel verändern, viel in uns aktivieren. Die Seele aktiviert in unserem Körper, während wir schlafen, sehr, sehr viel. Und dieses dann bewusst nutzen, diese Allverbundenheit, bringt uns Menschen natürlich enorm weiter. Aber nicht nur uns Menschen, auch die Tiere sind involviert, die Pflanzen, die Weiterentwicklung an sich für die Erde, für uns Menschen, aber auch für die geistige Welt. Denn auch die geistige Welt entwickelt sich mit uns weiter. Auf diese neue mediale Fähigkeit gehe ich dann in meinem Webinar näher ein, das ich nächsten Samstag haben werde. Ich glaube, das ist jetzt der 14. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich verlinke es dann in der Infobox oder du findest die genaueren Termine auf unserer Website. Weil ich jetzt die Zeit nicht dazu habe und mir auch noch die eine oder andere Information fehlt, die ich dann bis dahin sicher parat habe. Es geht auch in diesem Webinar um die anderen medialen Sinne, die wir sicher schon mehr aktiv nutzen, wie das geistige Sehen, die Hellfühligkeit, das Channeln, das Hellhören und so weiter. Weil bei der Hellsichtigkeit ist mir aufgefallen, dass die Menschen, die ich kenne, in gewisse Bereiche hellsichtiger sind, wie zum Beispiel ich. Ich sehe vielleicht
in diesem Bereich mehr, was das Energetische anbelangt. Der andere Mensch sieht mehr im pflanzlichen Bereich, sieht die Farbe der Pflanze, was sie braucht, sieht die Schwingung, sieht die Heilkraft in dieser oder auch in den Kräutern. Wiederum andere haben mehr Hellsichtigkeit im Bereich Tieren. Wiederum andere haben mehr Sichtigkeit oder Sichtmöglichkeiten, was die Planeten anbelangt. Welches Leben sich darauf befindet, hat intensiver Kontakt zu Nibiru oder zu Neptun und unterhält sich oder mit den Plejadiern und so weiter. Und das ist mega interessant. Da ist mir aufgefallen, dass jeder so seine speziellen Bereiche hat, wo er mehr sieht, mehr Informationen erhält. Andere wiederum kommunizieren viel mit dem Körper, der menschliche Körper, was er uns mitzuteilen hat, wie man ihn besser unterstützen kann in seiner Selbstheilung und so weiter. Als ich vor ungefähr, ja, schon bald 20 Jahren begonnen habe, mein Leben vollkommen umzukrempeln, um mit der geistigen Welt zu kommunizieren, mich dem zu widmen, habe ich all diese Bereiche auch sehen können, beziehungsweise bin dahin vorbereitet worden von der geistigen Welt. Bei mir war das nicht so, dass ich gleich hellsichtig war, bei mir ging das Hellhören erst los und dann kam die Hellsichtigkeit, wobei ich auch hierin heute noch immer nicht perfekt bin, aber wer ist schon perfekt? Wir müssen nicht perfekt sein, wir können gar nicht perfekt sein, sonst wären wir nicht hier auf der Erde. Was ich damit sagen möchte ist, dass die Hellsichtigkeit nicht meine Stärke ist, mehr das Hellhören. Aber früher habe ich eben all diese Bereiche auch sehen können. Und jetzt bin ich spezialisiert worden auf Energie. Ja, ich bin darauf spezialisiert worden, das habe nicht ich entschieden oder gemacht. Das ist mir eben aufgefallen, dass die Menschen wirklich spezielle Bereiche haben. Dann das Hellhören. Auch da gibt es spezielle Bereiche. Beim Hellfühlen, auch da gibt es spezielle Bereiche. Und wie man diese Bereiche nutzt oder wo du dazugehörst, wenn es dich interessiert, kannst du ja am Webinar dann am Samstag teilnehmen. Oder wenn du zu diesem Zeitpunkt nicht kannst, ich zeichne die Webinare immer auf und dann kann man sie auch später noch anschauen. Ich möchte heute gar nicht so viel erzählen und reden, wie es mir geht, weil ich spüre, dass die geistige Welt mehr zu berichten hat, dass das Channeling heute etwas länger wird und somit rede ich gar nicht viel drumherum, was alles geschehen ist oder sein wird oder kommen kann oder und so weiter, was mir alles aufgefallen ist, sondern mache jetzt gleich das Channeling für dich. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, sind es auch schon wieder 8,5, bald 9 Minuten. Na gut, ging doch wieder gleich lang wie das letzte Mal. Auf diesem Wege alles Liebe und nochmal vielen, vielen Dank für die Wertschätzungen und die Kommentare. Das freut mich enorm. Es tut meiner Seele, meinem Herz auch gut. Dann bis bald. Tschüss. Von der geistigen Seite her begrüße ich dich. Ich heiße dich herzlichst willkommen. Willkommen zu einem ganz besonderen Neubeginn, den du immer mehr in dir spüren kannst. Es ist etwas, was du schon länger fühlst, es dir aber noch nicht erklären konntest. Es war wie eine innere Freude, es ist wie eine innere Freude, es ist ein Dasein von dir selbst, es ist das intensivere Spüren deiner Seele, es hat sich deine Wahrnehmung verfeinert, auch verfeinert gegenüber der geistigen Begleitung, die um dich herum ist, die zu dir spricht, die dich berührt, die dich unterstützt in dem, was du tust,
Manchmal ist noch Zweifel da und Zweifel wird auch immer hier sein auf dieser Erde. Doch du lernst immer mehr mit diesem Zweifel umgehen, du lernst immer mehr, diesem nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, um dadurch in Kontakt zu treten, intensiverer Form, mit deiner Seele. Es ist sie, die dich diese Freude spüren lässt. Es ist sie, die diesen Neubeginn der erquickenden Form in dir spüren lässt. Weil sie weiß, wie wunderbar du dich entwickelst, weil sie weiß, was du kannst, weil sie weiß, was in dir steckt. Nur du als Mensch weißt es vielleicht noch nicht, denkst vielleicht noch nicht daran, weißt immer mehr, dass das, was da kommen mag, aber für dich wichtig ist und gedacht ist. Du hast immer mehr die Möglichkeit, die Gabe der Vorausschau zu nutzen. Du weißt immer mehr, was denn da sein wird oder kommen mag. Ob du diesen Bildern vertraust, entscheidest du. Ob diese klare Sicht dich unterstützt, entscheidest du. Denn der eine oder andere von euch traut sich noch nicht hinschauen. Kann diese Gabe der Vorausschau oder des weiteren Blicks noch nicht nutzen oder der eine oder andere ist mehr hellfühlend oder nutzt immer mehr diese mediale Fähigkeit, wie Sandra erwähnt hat, der Allverbundenheit. Jeder Mensch hat seine Vorteile, jeder Mensch hat seine Stärken und wenn es die deine ist, die Hellsichtigkeit, wirst du es in der Zukunft mehr nutzen können, wenn du möchtest. Das ist Voraussetzung. Wenn du dich traust, der Verantwortung gegenüberzustehen, denn das ist Voraussetzung. Hier spielt der Mut eine gewisse Rolle. Doch weißt du, wie mutig du bist, allein hier zu sein auf Erden, allein in dieser Zeit zu leben, da wo du bist, zu wohnen, wie viel Mut dieses kostet, wie viel Mut es ist, als geistiges Wesen in einem materiellen Körper zu sein. Vergiss nicht all dieses. Du bist enorm mutig. Und wenn du heute noch nicht vorausschauen kannst, obwohl du es gerne möchtest, kann es sich entwickeln. Allein der freie Wille trägt vieles dazu bei. Wenn das nicht so deine Stärke ist, wie Sandra es in sich trägt, ist es eventuell die mediale Fähigkeit, die Allverbundenheit zu nutzen. Erforsche dich, frag nach, entdecke dich selbst. Auch das hat mit diesem besonderen Neubeginn zu tun, den du in dir fühlst, der deine Seele unterstützen mag. Ankuatait Eis. Vamata aremeketeyet eletes nosotoem ankiavataim ankietet ent marasalataiem. Durch dieses Channeling findet auch eine Energieübertragung statt, die du nutzen kannst, wenn du möchtest. Der freie Wille des Menschen geht stets vor. So kann es sein, dass du bei diesem Channeling etwas spürst. Es kann auch sein, dass du gar nichts spürst, aber weißt, dass das eine oder andere geschieht. Auch das Hellwissen ist eine Gabe, die ihr Menschen immer mehr nutzt. So kann es sein, dass du plötzlich etwas weißt, dass du dir da oder dort plötzlich bei etwas sicher bist. In diesen Channelings, die Sandra weitergibt, geht es im Augenblick darum, dass der Mensch sich entwickelt, dass der Mensch sich entdeckt, dass der Mensch Vertrauen in seine medialen Fähigkeiten, in seinen Körper, in sein Tun erhält. Und später geht es darum, was das Volk an sich benötigt, was die ganze Menschheit an sich benötigt, wie ihr Menschen die Allverbundenheit mehr nutzen könnt. Auch hierin werden dann die medialen Fähigkeiten genutzt, im geistigen Sehen, im Hellfühlen, im Hellriechen sogar und im Hellwissen. Auch der Geschmackssinn von euch Menschen hat sich verändert. Er ist viel intensiver. Du kannst auch mehr riechen. So kann es sein, dass du Menschen plötzlich nicht mehr riechen kannst, wenn sie in deiner Nähe sind.
Es kann sein, dass du ein Gebäude betrittst und dieses intensiver der Geruch deinerseits dir preisgibt. Gebäude riechen, Wälder riechen, Tiere riechen. Dass Tiere riechen können, weißt du. Weißt du aber auch, dass Tiere unterschiedlich riechen, dass nicht jedes Pferd gleich riecht, nicht jeder Hund gleich riecht, um die intensivere Form der Tiergerüche herzunehmen. Auch Käfer riechen. Und so kann es sein, dass du dich plötzlich über einen Geruch wunderst, den du nicht kennst, der deine Nase preisgibt, weil deine Hellriechform intensiver wird, dein Körper feinfühliger wird. Die Sinne des Körpers verändern sich, so achte auch auf deine Fingerchakren. Sie werden empfindsamer, sie können dir mehr preisgeben. Wenn du einen Apfel in die Hand nimmst oder eine Banane, spürst du den Unterschied, kannst vielleicht sogar sehen, woher der Apfel oder die Banane stammt. Wenn du einen Menschen berührst, wenn du in diesem Bereich geschult wirst von der geistigen Seite, kannst du in den Körper des Menschen schauen, kannst du die Seele des Körpers nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Dies sind alles Gaben und Fähigkeiten, die in der Zukunft genutzt werden von euch Menschen mehr und mehr. So nun denn mag ich diesen menschlichen Körper von Sandra nun verlassen, weil jemand anderer noch ein paar Worte an dich weitergeben möchte. Ankiatait eis vamatoet eleketeyem Antiapatarit ent nosotokoto haniavasait. Auf diese Art und Weise der Lichtsprache, die Worte, die du nicht verstehst, aber dein Herz versteht, spricht deine Heimat zu dir. Nun kotoet ent bamasotaim. Danke für deine Offenheit, deinen Mut, deine Liebe zu dir selbst, die du immer mehr entwickeln kannst. Danke, dass es dich gibt. Hallo, und da bin ich nochmal. Es wurde mir eben mitgeteilt, dass noch ein Channeling folgt. Gut. Nur haben Sie sich noch nicht entschieden, wer jetzt sprechen wird. Okay, ich lasse mich jetzt einfach mal darauf ein und wir schauen, was passiert. Ich schalte dazu die Musik wieder ein, setze mich hierfür etwas anders hin, weil ich, wie du weißt, während dem Channeln eine andere Sitzposition habe, eine aufrechtere als sonst. Gut, dann verbinde ich mich. Und wir schauen, was passiert. Es braucht etwas an Zeit, bis dass wir diesen menschlichen Körper optimalst verwenden können, dass wir die menschliche Sprache verwenden dürfen. Aus einem Bereich wir zu dir sprechen, der ihr Menschen die 12. Dimension tituliert, die Dimensionen es in Wirklichkeit nicht gibt, aber für euren Verstand wichtig ist. Diese Titulierungen. Du bist jemand, der sich viel in verschiedensten Dimensionen aufhält, speziell nachts, während du schläfst. Deine Seele in der 5., 8., 12. Dimension ist, um Informationen herzuholen,
in deinen Körper, für deine Seele und du diese dann im Alltag nutzen kannst. Die 12. Dimension ist dir nicht fremd. Die Energie, die du jetzt spürst, ist dir nicht fremd. Nur mir ist es fremd, in einem menschlichen Körper die menschliche Sprache zu verwenden, aber wie du merkst, es gelingt mir immer mehr. Die verschiedensten Dimensionen zu nutzen, die Informationen, Energien, die darin sind, für das seid ihr Menschen immer mehr gewillt. Mit dem könnt ihr Menschen immer mehr umgehen. Und dadurch kann auch immer mehr die lemurische Energie, die in dir ist, oder die Atlantis-Frequenz, zu der du Verbindung herstellst, immer mehr wirken. Je nachdem, ob du die lemurische Energie in dir trägst oder die Atlantis-Frequenz in dir trägst, sie wird in dir aktiviert. Das heißt nicht, dass es auf Erden wieder so wird wie zu Atlantis-Zeiten. Aber die Energien wie damals waren, dürfen jetzt angepasst an die Jetztzeit wieder vorherrschend werden oder die lemurischen Energiefrequenzen. Und dadurch bist du oft nachts auf Reisen und in verschiedensten Dimensionen unterwegs, um die Lemurien-Energie in dir zu aktivieren oder die Atlantis-Energie zu nutzen können und die Welt dadurch verändern können. Auch deine Mitmenschen haben daran teil. Wenn du im Augenblick Probleme hast mit deiner Familie, wo du früher keine Probleme hattest, oder wenn früher Probleme da waren in deiner Familie und die dir sie jetzt nicht mehr sind, hat es auch unter anderem damit zu tun, dass du neue Energien in dir aktiviert hast, von denen du vielleicht gar nichts weißt. Und Probleme haben in der Familie ist nicht so schlimm, wie manchmal dein Verstand es tituliert oder wie es dein Herz gerne anders hätte. Es hat einfach mit einer Entwicklung deinerseits zu tun, wo deine Familienmitglieder lernen, mit deiner neuen Energie umzugehen. So suche ich nicht stets den Fehler bei dir. Es ist einfach eine Phase, die du durchläufst und deine Mitmenschen mit. Aber du verteilst nicht nur in deiner Familie diese neuen Energien, sondern auch weiter hinaus. So trägst du auch immer mehr die Gabe, was die Zukunftsvorausschau anbelangt, sofern du das möchtest, und brauchst keine Angst haben vor der Zukunft. Auch wenn die Medien etwas anderes berichten, das Schulsystem etwas Altes berichtet, die Bank euch versucht in Angst zu halten, du kannst immer mehr darüber hinausschauen, über diese Grenzen gehen, neue Ideen und Gedanken in dein Leben lassen, dank der Gabe der Vorausschau. Dank der Energie, die Atlantis-Frequenz in sich trägt oder lemurische Frequenzen. Auch wenn du dir dessen im Augenblick noch nicht bewusst bist oder auch nicht weißt, wie du es nutzen sollst oder was mit dir geschieht. Deine geistige Begleitung weiß es. Du kannst sie auf einlassen. Du bist ein besonderes Wesen und enorm mutig, hier auf Erden zu sein, in dieser Jetztzeit. Und wenn es dich interessiert, wie dein Ursprungsname, dein Seelenname oder deine Herkunft ist oder dein Wesen an sich ist, erforsche es und du erfährst mehr über dich. Erforsche dich selbst und du findest Antworten. Denn auch diese Entwicklung hat seinen Nutzen, auch wenn Namen nicht von Bedeutung sind, aber die Schwingung, die dahinter sich befindet, trägt den Nutzen für dich in deiner Weiterentwicklung bei.
aus der Energiefrequenz der 12. Dimension wirst du nun Nutzen ziehen können. Und du fühlst dich wohl mit dieser Energie, weil du auch dort beheimatet bist, weil du diese Energie sehr wohl kennst. Sie ist dir nicht fremd. Vayu Suhei, danke, dass du bist, wie du bist. Mutig, offen und bereit für Neues. Vayu Suhei, danke, danke dir. Ja, das war jetzt eine interessante Energie, weil sie fast meinen ganzen Körper in Anspruch genommen hat. Normalerweise ist es so, dass die geistige Welt also nur einen Teil von mir in Anspruch nimmt, ob sie von rechts kommt oder von links kommt. Aber diese Energie ist jetzt von rechts gekommen und hat fast meinen ganzen Körper beansprucht. Auch von oben kam viel. Wobei, vielleicht spürst du das auch, die Energien zurzeit sehr viel auch von Mutter Erde kommt, viel von unten kommt. Die Energie von der Erde spüre ich deutlich, bis zu den Knien oder bis zu den Oberschenkeln geht die dann. Und das jeden Tag, also das ist auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Vielleicht kennst du das, das wollte ich gerade erwähnen, war mir jetzt gerade noch wichtig. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen sammeln von diesem Channeling und lege mich einfach noch ein bisschen hin und wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis dann. Tschüss.